Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Grimdawn hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Die letzten vier Folgen waren wir ja schon in... Achso, hallo Tag. Guten Tag. Irgendwie unhöflich von mir. Ja, so ist er, der Explorer. Die letzten vier Folgen waren wir ja schon in Forgotten Gods unterwegs. Und wir haben uns aber jetzt dazu entschieden, wieder zurück in Homestead einzukehren und da erstmal die Queste weiterzumachen, weil wir sonst vielleicht auch leveltechnisch näher das Problem haben. Wir müssen ja früher oder später hier wieder hin zurück und dass die Mobs dann halt vom Level zu low sind und ja, lohnt sich dann nicht, oder? Nee, nicht nur das, auch weil die ganzen Items, die wir da kaufen können, später vom Ruf her, alle bei Level 60 erst anfangen, dementsprechend ist das schwach. Ja. All dieweil habe ich dann auch mal meinen Charakter gewechselt. Wieder einmal? Der alte Suchti? Das heißt wieder einmal? Hat sich halt einfach angebeten. Hat dich angebeten. Aktivier mich, ja. Gut, Bluternte. Ja, machen wir jetzt als erstes. Stehst du eigentlich neben mir? Ich stehe neben mir meistens. Also, ja, ich stehe neben dir. Siehst du mich nicht? Nein, deswegen frage ich gerade. Ich bin jetzt vor dir. Mhm. Jetzt bin ich wieder hinter dir. Schön, dann relogge ich mal eben fix. Okay. Ja, Darky Boy hat uns dann eben auch mal eben zwischen den Folgen hier eine neue Waffe gegeben. Eine epische Zweihandaxt. Ich will echt wieder ein Schwert haben, wenn's Gerber gut wird kommen. Und hoppla die hopp. Ein paar epische Schuhe. Ja, die habe ich gerade eben, weil ich mit meinem Charakter, mit meinem neuen, ein bisschen noch was machen musste, noch eine Quest machen musste, habe ich die mal eben bei einem Boss droppen fallen lassen und so. Ja, ich freue mich schon drauf. So, jetzt sehe ich dich auch wieder. Warte, ich muss eben meine Augen aktivieren. Also, die Aura. Habe ich jetzt alle an? Du leuchtest wie ein Weihnachtsbaum wahrscheinlich schon, ne? Ja. Gut. Ach, du hast die jetzt auch. Guck mal an. Warte mal. Bleib mal stehen. Warte, den hier. So. Bleib mal stehen. Ach, so ein Dreckboss. Was ist das? Mhm. So. Guck mal bitte gerade. Das würde mich einfach mal interessieren. Drück mal C. Ja. Okay, Schaden pro Sekunde ist mal eben um 3000 Punkte gestiegen und jetzt wieder gesunken. Text hat man geladen. Pfusch, okay. 9000, alter Vater. Das wollte ich nur wissen. Dafür hatte ich den Charakter auch eigentlich genommen gehabt, weil der halt die bessere Supportfähigkeiten hat. Ja, dafür bin ich halt nur im AE momentan ein bisschen low um die Nase. Aber das kommt, je mehr Devotion-Schreine wir holen. Und es sind nicht wenige, die wir brauchen. Müsste eigentlich auch einer sein irgendwo. Ja, und das haben wir uns natürlich auch gefragt. Thema Devotion-Schreine. Es sind ja nicht mehr Punkte dazugekommen. Jetzt haben wir aber in Forgotten Gods in den letzten Folgen einen Schrein gefunden. Ich bin mal gespannt, ob jetzt hier in der alten Welt einer gelöscht worden ist dadurch. Keine Ahnung. Also grundsätzlich einer gelöscht oder so nicht, weil du kriegst die 55 nicht im ersten Durchspielen durch. Achso, ich hab gedacht, die werden im ersten Durchgang. Nein. Mach mal was da. Was? Ja, hier sind Gegner, mach mal was. Die sterben sonst, wenn sie mich angreifen. Du musst leveln, mein Freund. Achso, weil du mir so ein... okay. Ja, sonst... Ich kann jetzt auch durchrennen, aber läufst du die ganze Zeit hinter mir her. Weil, warte. Ja, da bin ich. Weil ich habe einen relativ starken Dings momentan, Vergeltungsschaden. Das heißt, was mir in die Quere kommt, kriegt direkt was auf die Fresse. Also die hauen mich und kriegen direkt Damage. Wir gehen erstmal den Rand ab, oder... Ja, wir können alles abgehen. Du brauchst nicht die Treppe hier hochgehen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Lass ich. Also kannst gern machen, kriegst aber dann tierisch aus dem Small. Ja. Weil hier nach sind Aktion unsere, Weltboss in der letzten Folge. Wir hatten uns ja das letzte Mal in Homestead für eine Fraktion entschieden. Ja.
So, und dadurch bist du bei der anderen Fraktion direkt verachtet. Das heißt, die mögen dich nicht mehr. Ja, wir waren das heißt, die wollen das heißt, die wollen dir direkt an die Wäsche gehen. Wie die meisten und Frauen. Da oben die Treppe, das war halt von dieser Fraktion. Uns nicht mehr mag. Da kann man auch rein, das werden wir bestimmt auch gleich mal machen, aber erstmal Karte ablaufen. Also was ich sagen wollte, es gibt bestimmt Frauen, die mir in die Wäsche wollen, ich kenne momentan keine. Ne, das war zu vervollständigen. Ja, das war jetzt Explorers Aufruf. Ja, Ladies. Aber bei mir gucken ja nur Männer. Laut YouTube. Ich häng fest. Nee. Komm ich doch nicht hin. Warum ich auch nicht? Tja. Achso, das ist ein geheimer Gang. Also hier geht's nicht. Da oben. Das auch. Was kriegt man? Nix. Ja. Ist kein geheimer Gang gewesen. So, neben der Bluternte haben wir ja auch das Quest mit Meister Varuk zu sprechen. Ja, den Orden aufsuchen. Das tun wir jetzt, weil das liegt auf dem Weg. Okay. Nee. Hoppala, verlaufen. Passiert auch mir mal. Wo sind wir jetzt? Marschiert. Wird zurück, hier sind. Hier lang. Okay. Ordensbastion. Bastion der Nekromanten. So. Meister Varuk, ich wusste nicht, dass die Schwarze Legion mit uns arbeitet. Komm, es gibt viel zu tun. Ist 8000 XP, geht runter wie Öl. Wenn du an der Seite des Ordens der Todeswache kämpfen willst, musst du dich erst bewähren. Zeig uns, dass du den Tod nicht fürchtest und wir werden dir seine Geheimnisse zeigen. Was soll ich denn bitteschön tun? Eines unserer bekanntesten Mitglieder, Malkada, der Hüterin untersteht, wurde kürzlich durch einen chitonischen Hinterhalt getötet. Jetzt befinden sich seine Überreste irgendwo im Bloodgrove im Besitz der Kultisten. Eine Seele wie Malkada dürfte wir nicht verlieren. Die Hüterin hat beschlossen, das Ritual der Auferstehung an den verehrten Nekromanten durchzuführen. Es liegt an dir, mein aufstrebender Eingeweihter, dich in den Bloodgrove zu wagen und Malkadas Überreste wieder zu beschaffen. Ja, machen wir. Gesehen, hier können wir aber. War's schon. Warte, hier ist noch so ein Tagebuch gedöns. Ups, so. Anklicken, XP sammeln und. Fertig. Langsam durchscrollen für die Leute da draußen, die es eventuell lesen wollen. Obwohl ich echt am Überlegen bin, mir macht das Spiel so viel Spaß. Ich hab's ja schon oft genug wieder. Müssen wir wieder raus? Ja. Mhm. Vielleicht nochmal irgendwann so nochmal einen Charakter starten, eine andere Klasse etc. ausprobieren und dann vielleicht auch mal alles vorlesen, Storyline etc. Kannst du machen. Könnte ich. Ob es jemanden interessiert, ist natürlich die Frage. Wie gesagt, das Spontan. Noch sind wir hier beschäftigt und bestimmt auch noch für längere Zeit, hoffe ich doch. Ich betone nochmal, es macht riesig Spaß und es ist echt nicht teuer, das Spiel. 20€ oder so mit den Erweiterungen, gut sein, mit dem Profi dabei, aber das jeder Euro ist gut echt angelegt. Hab ich nicht in Reichweite. Der Bloodgrove. Peng Peng. Der kommt jetzt. Achso, ist unser. Ich vertue mich da immer, weil ich. Nee, geh ruhig. Ich komme hinterher. Ich vertue mich immer, weil ich sonst immer mit der anderen. Ist das schon? Dann geht er da nicht hin. Wie gesagt, fühl dich, tob dich aus, ich lauf hinter dir her. Ja. Müssen wir oben rum? Können wir oben rum? Oder erstmal nicht? Oder das? Ist ein Riesenbereich. Okay. Tob dich aus. Solltest du irgendwo ein rotes Portal sehen, geh nicht rein. Das zeige ich dir jetzt schon.
Ah, ich hab... Keine Ahnung. Ich hab eine nette Fähigkeit gefunden, dich zu unterstützen. Musst du dann nur mit Feuer aufhalten, dann geht das. Feuer. Ja, ich hab so eine nette kleine Granate. Wenn ich die jetzt dahin werfen, wo du stehst, dann werden die da alle bei. Achso, und wir müssen ja hier diese Überreste von diesen Soldaten. Dann kriegen wir halt so Siegel. Oh, ich sehe da oben schon den Ofenschrei. Warte, so, wieso liegt das? So, was ist hier? Jetzt habe ich schon das Reisen. Schwarzen Legion. Sollen wir gucken, ob der Dark schon aufgeräumt hat? Das Lustige ist, ich räume ja gar nicht auf. Ich stehe einfach nur rum und die Typen ja dann an meinem. Der hatte einen lilanen Namen. Habe ich jetzt in Eile nicht drauf geachtet? Eile, sagt der Explorer. Panik. Panik war das Wort. Die Burschen schreien ja, aber ich glaube, das bringt mir noch gar nichts. Wir gucken mal eben rein, weil darunter, wir zeigen das ja viel zu wenig hier. Wenn ich das mal zwischen den Folgen mache. Ich bin gerade bei der Witwe. Und die Witwe ist hier oben. Und da fehlen mir 1, 2, 3... Das ist geplant, weil danach geht's dann zum Phönix runter. Aber it's a long fucking way. Tja, ich bin jetzt auch gerade im Überlegen. Eigentlich habe ich jetzt nichts mehr Großartiges, was ich machen kann. Ich müsste jetzt schon auf die dicken Sachen gehen. Ich brauche 10 blaue. Weiter ab hier. Das haben wir alles. Hier ist der Devotion-Schrei. Momento. Gehen wir dann hier hoch. Hier oben ist noch jungfräulich. Das ist alles unfreundlich. Oh, hier sind Leute. Das ist nur eine Quest, irgendwelche Leute zu befreien. Ja, kann ich jetzt spontan sagen. Also. Was ist das? Die Bauern. Bauern? Ja, ich Ja, ich bin da gleich. Hier oben ist noch ein Sternchen. Ja, die Sternchen wirst du immer haben, weil die Insignia-Quests da. Davon kannst du nämlich auch mehr sammeln, als du eigentlich hast. I come to you. Du, ich halte es nicht mehr aus, so viel Tod. Wer bist du? Lysandra. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber das ist mir auch egal. Du bist kein Kultist. Zumindest siehst du nicht aus wie einer von ihnen. Bitte hol uns hier raus. Diese Bastarde holen uns aus dem Käfig einen nach dem anderen. Wir mussten zusehen, wie sie einem Mann sein ganzes Blut abzapften. Es war grauenhaft. Ich kann euch alle mit einem Riftgate nach Homestead zurückbringen. Momentan wäre es mir alles recht. Bring uns nur nach Hause. Zack.
Wie viele Insignien brauchst du noch? Eine. Oh. Komm mal zu mir bitte. Ja, one for the world. Meine Notiz. Okay. Hier ist noch ein Insignia. Noch eine Leiche. So. Insignien haben wir alle. Wollten wir jetzt mal gerade eben Quests abgeben. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Folgequests. Okay, Homestead. Ups. Wer ist denn hier unser Mann? Um die zwei? Ja, nicht da. So, Captain Summer, mir wurde gesagt, dass Lysandra und einige andere sicher aus der Gefangenschaft zurückgekehrt sind. Alles danken wir dir. Wir dachten, sie wären so gut wie tot, nachdem sie in Bloodgrove verschwunden waren. Der Kult muss aufgehalten werden. Ich bin ganz deiner Meinung, wir sind schon lange genug von Fort Icon abgeschnitten. Wie lautet unser nächster Schritt? Als die Legion gezwungen war, die Hauptstadt zu verlassen, machten wir Fort Icon zu unserer neuen Operationsbasis. Es ist eine alte Festung, weit oben im Norden, die einst zum Schutz der Handelsrouten benutzt wurde, die durch die Astakan-Berge führten. Luft holen. Als wir jedoch nach Süden marschierten, trafen wir dort sofort auf Widerstand des Kults und der Ätherischen. Viele unserer Männer wurden getötet, von zwei gegnerischen Armeen in die Zange genommen und wir waren gezwungen, uns in Richtung Homestead zurückzuziehen. Jetzt kontrollieren die Ätherischen die Gegend, die wir Feuersbrunst nennen, aber Chitons Kult hat sich im Dark Vale Gate niedergelassen und uns quasi von unseren Streitkräften im Norden abgeschnitten. Da die Frontlinien des Kults zerschlagen sind und ihre Opfer befreit wurden, ist es wohl eine Zeit, zu ihren Hauptpositionen vorzurücken. Karos, das Siegel Chitons, der Name wurde mehrmals zur Sprache gebracht, einschließlich eines neuen blutigen Verhörs. Wir haben keine Ahnung, ob der Kopf des ganzen Kults ist oder lediglich eine Figur in einem Spiel, aber eins ist sicher, er ist beim Darkvale Gate. Ich will, dass du die Festung infiltrierst und ihren Anführer tötest. Vernichte die Anhänger des Kults, lass dich bei der Rückeroberung unserer Bastion durch nichts aufhalten. Okay, alles schon? Hier müsste doch der mit den Insignien sein. So, hattest du Glück bei der Wiederbeschaffung? Ja, hier. Okay. Danke, für dich mag das wie eine kleine Geste aussehen, aber du hast uns geholfen, die gefallene Legion zu ehren und das vergesse mir nicht. Bitte nimm diese Eisenstücke als Entschädigung, es ist das Mindeste, was wir machen können. Okay. Upsala, rucke, rucke. 600.000 EP. So, jetzt haben wir wirklich noch die... Das Siegel töten und die... Holz für die Legion habe ich noch. Räume Grivers Mill in Bloodgrove, 18. Genau. Dem Orden würdigen, sammle Malagas Überreste. War das noch Forgotten Gods oder war das... Nein, das ist die Quest für unseren Nekromanten... Ja, Typen da von der Fraktion. Also okay, dann kann ich die ja deaktivieren, weil... Nein, die ist ja hier. Ja, ja. Achso, okay. Gut, wir sind bei 18 Minuten, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut für heute. In der nächsten Folge geht's weiter und wir danken dir da draußen fürs Zuschauen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sagen Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao. Ciao, ciao.